Ich war heute wieder in Frankfurt und wir haben ein paar fachliche Themen geklärt. Und nun möchte ich die Zeit noch nutzen, mit den Kollegen, die sich auf den deutsch-amerikanischen Rechtsverkehr spezialisiert haben, zu klären, ob Micros und Harvey Specter bei Suits wirklich ein realistisches Leben haben in den amerikanischen Law Firms in New York oder ob das alles nur ein Film ist. Und die Frage, die klären wir jetzt. Mein Name ist Christoph Jun, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert. Und in dem Zusammenhang beraten wir natürlich auch sehr viel bei Unternehmern, die in Amerika aktiv werden. Und das machen wir häufig nicht alleine, sondern wir haben Kollegen dabei in Frankfurt am Main tätig. Dr. Andreas Striegel, Rechtsanwalt, Steuerberater, ja, und zusätzlich noch zugelassen in Amerika, in New York als Rechtsanwalt und auch noch LLM, ja, in International Taxation in Miami mehrere Jahre studiert. Und Dr. Klaus Eiber, Rechtsanwalt und ja, mehrere Jahrzehnte Erfahrung im deutsch-amerikanischen Rechtsverkehr bei amerikanischen Law Firms hier in Frankfurt. Und ja, ihr wisst, das ist jetzt mal eine Frage außerhalb des Steuerrechts und des Gesellschaftsrechts, ihr wisst, wie das in Amerika bei den Law Firms so abläuft. Und ich gucke ja leidenschaftlich gerne Suits und ich werfe euch mal so ein paar Fragen hin und wir gucken mal, ob das realistisch ist. Also das Erste, was ich mit Harvey Specter und Mike Ross verbinde, ist, dass Mike Ross gar kein Anwalt ist. Und er hat sich irgendwie in das Anwaltsregister registrieren lassen und alle denken, er ist Anwalt, ohne dass wirklich realistisch ist. Ist das so und hat er auch das ganze Wissen? Das Studium ist da ja ein bisschen anders. Ja, das ist ja nicht wie ein Staatsexamen wie in Deutschland, sondern es ist ein Wahlexamen. Ist das realistisch, dass jemand das Wissen hat, aber dann das Examen nicht geschafft hat, also gar nicht richtig studiert hat und dann noch im Anwaltsregister ist? Kann sowas sein? Klaus? Der ist eine Kunstfigur. Und das darf man nicht vergessen. Ja. Dass er seinem Chef sagt, nehmen Sie dieses Buch, schlagen Sie Seite 200 auf. Ja. Und dass er dann auswendig rezitieren kann, was in diesem Buch ist, das kommt in der Natur nicht vor. Ja. Dass Leute tatsächlich eine Anwaltszulassung haben, die nie eine Law School von innen gesehen haben, möglicherweise nicht mal einen Examen haben, ja, weil das irgendwie durchrutscht, ist eine Urban Legend. Ich halte das für vollkommen ausgeschlossen. Was aber Tatsache ist, weniger in den Wirtschaftsgerichten als vielmehr in dem einfachen Magistrates Courts, wo also alle möglichen Fälle verhandelt werden, wo auch theoretisch jeder jeden vertreten kann, und dass da nicht immer geprüft wird, ob das wirklich ein Anwalt ist, der dann mit seinem Mandanten vor den Richter tritt. Mhm. Auch das ist in amerikanischen Filmen schon verwertet worden. Das sind dann halt Clerks oder Paralegals oder sowas. Aber man muss auch wissen, wer in Amerika behauptet, er sei Anwalt und ist es nicht, hat ein Problem. Ja gut, Mike Ross ist ja in dem Film nochmal ganz gut rausgekommen, auch mit ein bisschen Aufwand, okay. Dann Harvey Specter, immer den teuersten Brioni-Anzug, teuerste Büro, am teuersten Platz, teuerste Penthouse-Wohnung, dann hat er so einen schönen alten schwarzen Ferrari, dann ansonsten im Businessverkehr einen Chauffeur. Ist das in Amerika so? Also verdienen die US-Anwälte so viel in New York? Wie sind die Stundensätze, wie sind die Honorare? Gut, ist unterschiedlich, wie bei uns auch im Prinzip. Also dann ist ein Riesenland. Das Jurastudium in den USA ist deutlich kürzer als bei uns. Ja. Ja, wir haben kein Referendariat in den USA. Also ich bin recht schnell Anwalt. Ich gebe dem Klaus komplett recht, dass jemand Anwalt sich eintragen lässt ohne Examen oder ohne Studium. Also no way, ausgeschlossen. Und dann gibt es natürlich dann recht viele Anwälte im Markt, so wie bei uns auch. Und die müssen sich natürlich dann durchkämpfen. Ich würde mal sagen, die breite Masse muss ganz schön beißen. Also wenn sie in den USA dann einen Unfall haben, dann kommen die Herrschaften vorbei und stecken ihnen die Karte zu. Ja, also sehr aggressives Marketing. Ja. Ja, es gibt Parkbänke, wo draufsteht, okay, wenn sie irgendwie beleidigt oder verletzt worden sind, bitte rufen sie an. Ja, 0800er Nummern, kostenlose Erstberatung, also die kämpfen ziemlich ums Überleben oder um ein erfolgreiches Überleben. Ich kenne auch viele, die dann, sagen wir mal, die Anwaltstätigkeit nur als Teil der beruflichen Aktivität dann eben dann ausüben und dann einen anderen Schwerpunkt haben. Aber wahr ist natürlich auch, dass, sagen wir mal, Leute, die dann gut sind, nach oben, das Sky is the Limit. Ja, die dann wirklich gut sind, die haben einen riesen Markt. Wir haben, sagen wir mal, dort eigentlich dann Stundensätze, nicht nur Stundensätze, sondern auch diese Erfolgsbeteiligungen, ja, was bei uns ja, sagen wir mal, dann sehr eingeschränkt ist. Ich kann in den USA dann durchaus sagen, ich vertrete den Fall und wenn ich gewinne, kriege ich 30%. Ja. Ja, und gilt das nur bei 100.000 oder gilt das noch bei 10 Millionen? Das gilt eigentlich dann erst recht, je höher der Betrag ist, ja, desto eher gilt es dann oder sagen wir, desto eher wird es interessant. Und von daher haben eigentlich die erfolgreichen Anwälte natürlich dann, sagen wir mal, deutlich mehr Einkommen als eben, sagen wir mal, der entsprechende Partner in Deutschland hat. Spannend.
Das heißt, es ist nicht, also nehmen wir eine Zahl, dass Xavi eine Million verdient, also ein Anwalt in gleicher Position, realistisch? Also ich würde sagen, ein Anwalt in einer erfolgreichen Sozietät, ein Partner, Senior Partner auf jeden Fall und auch noch einiges drüber hinaus. Ja. Also eher 2, 3, 4, 5 Millionen sind Zahlen, die können die Senior Partner, die erfolgreichen Senior Partner in New York, würde ich sagen, ja. Umgekehrt ist natürlich aber auch so, dass natürlich dann der Unfallanwalt in Miami Randgebiet, ja, dass er natürlich guckt, dass er seine Miete mit $1,000 jeden Monat zahlen kann und der dann sagt, ich bin froh, wenn mal wieder ein Tourist an die Wand gefahren ist, weil ich dann wieder mal den Deal des Jahres habe. Ja. Das will ich jetzt so nicht sagen. Aber ich kann das noch kurz sagen. Ist das okay? Ja. Die Serie Suits zeigt eins ganz deutlich und das ist tatsächlich Realität. Es gibt in Amerika im, sage ich mal, im lukrativen Rechtsberatungsbereich gibt es zwei komplett verschiedene Typen von Anwälten. Die einen Anwälte, das würde ich sagen, das ist so sehr wie wir, das sind die Wirtschaftsanwälte, die in seriösen, teilweise sehr, sehr großen Sozietäten tätig sind, Unternehmen beraten, Fusionen beraten, auch High-End-Litigation betreiben und so weiter. Ich sage mal, das sind die Good Corporate Counsels auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, und das kann ebenso lukrativ sein, vielleicht ist es sogar noch lukrativer, sind es die Anwälte, die sich tatsächlich auf Schadensfälle spezialisiert haben und die Geschädigten vertreten. Das können Umweltschäden sein, das können Produktschäden sein und die sammeln sozusagen ihre Geschädigten, ihre Kläger ein, betreuen die zunächst mal kostenlos und generieren einen gewissen Prozentsatz aus einer eventuellen Schadenssatzsumme als eigenes Honorar. Und das können sehr, sehr hohe Beträge sein. Und teilweise finanziert sich so eine Kanzlei, das sind auch meistens eher kleinere Law Firms, manchmal sind es sogar nur One-Man-Shows, teilweise finanzieren sie sich da über 3-4 Jahre auf Kredit, weil sie eben nichts verdienen und außer diesem einen Fall nichts haben. Oder eben mehrere solche Fälle betreiben. Und das ist letztlich ein rein erfolgshonoriertes Modell. Aber das kann enorm lukrativ sein. Man muss aber den langen Atem haben und den Fall entsprechend aufbauen. Und muss wissen, dass es natürlich dann auch mal schief gehen kann. Sie finden in beiden Gruppen Anwälte, die seit mehreren Jahren Einkommensmillionäre sind, gar keine Einkommensmillionäre, also jedes Jahr über eine Million verdienen. Ja, in solchen beiden Gruppen finden Sie Menschen, die wir hierzulande durchaus als reich bezeichnen würden. Ob die dann wirklich einen Ferrari fahren oder Peroni-Anzüge fahren, also ich kann Ihnen versichern, ich kenne keinen Anwalt, der mit dem Ferrari nach Manhattan reinfährt, der käme nicht weiter als bis Yonkers, danach fängt der Stau an, die kommen alle mit der U-Bahn. Und auch in, Anwälte. Und auch in den Büros habe ich bisher sehr, sehr wenig Brionis-Anzüge gesehen. Okay. Die Arbeit eines Anwalts findet meistens am Schreibtisch statt, im engen Kreis. Und da trägt man nicht mal Krawatte. Okay, was mir dann noch auffällt, ist, dass die um 17 Uhr gefühlt einen neuen Fall auf den Tisch bekommen, dann die Nacht durcharbeiten und am nächsten Morgen um 10 Uhr die Gerichtsverhandlung ist. Realistisch? Wenn es kein Arrestverfahren ist, eher unrealistisch. Ja. Dass man eine Nacht mal durcharbeiten muss, das ist realistisch. Okay. Und ich kenne es von anderen Anwaltsserien. Ich glaube, in den 70ern gab es Matlock, dann gab es Boston Legal, dann gab es jetzt Suits. Und immer sehe ich diese die Geschworenen, die auf diesen Bänken da sitzen und zuhören, die von Jura keine Ahnung haben und dann darüber zu urteilen haben. Und dann gibt es ja in Deutschland zwei Unterschiede. Das deutsche ist das Zivilrecht und dann gibt es das deutsche Strafrecht, also ob ich ins Gefängnis komme oder ob ich zivilrechtlichen Anspruch habe. Wie ist das in Amerika? Gibt es die Trennung auch und gibt es die Geschworenen wirklich oder sind sie nur im Film? Sie können sowohl in Zivil- als auch in Strafverfahren in Amerika mit einer Jury zu tun haben. Das ist in beiden Fällen möglich. In strafrechtlichen Fällen geht es im Wesentlichen um die Beurteilung einer Täterschaft. Egal, was der Vorwurf jetzt ist, da muss die Jury eben sagen, hat eben der Angeklagte den Diebstahl begangen, den Betrug oder den Mord. Ja. Im Wirtschaftsrecht gibt es das auch. Da muss eine Jury darüber empfinden, ob ein bestimmtes Verhalten ein kartellrechtswidrig war oder ein vertragsschädigendes Verhalten oder eine Verletzung von IP-Schutzrechten. Das ist denkbar. Eine Jury ist aber nicht automatisch eingesetzt, sondern muss vom Kläger beantragt werden. Und dann werden tatsächlich die Leute nach einem bestimmten Verfahren bestimmt. Und die können aus allen Berufen, allen sozialen Schichten kommen. Mhm. Und das ist dort Bürgerpflicht, man kann sich dem nicht entziehen. Mhm. Und die fehlende Sachkenntnis im Recht, der normale Bürger kennt ja die Rechtsgebiete, gerade im Wirtschaftsrecht natürlich nicht, die werden ihm dann von Richter vermittelt. Die bekommen also lange Listen, da müssen sie genau sagen, ist da für sie das, darauf kommt es an, ist das für sie festgestellt, ja, nein, ja, nein, und erst wenn alles ja oder nein angekreuzt ist, dann hat die Jury ein eindeutiges Ergebnis. Mhm. Eine Jury verlängert jeden Reststreit, das ist ganz klar, und das bedeutet natürlich, Zeit ist Geld, Anwälte müssen länger arbeiten, die Stundensätze sind hoch, und in der Regel erhöht das auch den Vergleichsdruck auf die Gegenseite.
Okay, spannend. Und dann noch mal eine letzte Frage dazu. Diese Pro-Bono-Fälle. Also Harvey Specter macht ja eher diese Riesen-Millionen- oder 100-Millionen-Deals und Mark Ross ist ja mehr derjenige, der auch sagt, ich möchte was Soziales machen. Ich mache immer so einen genannten Pro-Bono-Fall, also, wo eine Anwaltskanzlei dann nichts für bekommt oder dass sehr kleine Fälle sind. Gibt es das wirklich, diese Pro-Bono-Fälle? Brüsten sich Kanzleien dann mit den Anzahl der Pro-Bono-Fällen? Oder ist das auch wieder nur ein Gerücht von Sie? Das ist kein Gerücht, das ist die Realität. Ja. Und zwar unterhalten fast alle großen Wirtschaftskanzleien sich, sagen wir mal, einen eigenen Stab, der ausschließlich pro bono betreibt. Und sie ermutigen ihre Mitarbeiter und auch Partner, pro Jahr in bestimmten Prozessfälle pro bono zu führen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist das soziale Bewusstsein in den USA ganz anders als hier. Man zahlt deutlich weniger Sozialabgaben. Es wird mehr verlangt, dass man sich für die Gemeinschaft engagiert. Punkt zwei ist, Mandanten legen darauf Wert. Das heißt, wenn Sie sich bewerben für ein großes Mandat, zum Beispiel von einer Bank, die sehr darauf achten, gucken die auf Diversifizierung in ihren Reihen. Das heißt, wie ist der Anteil Frauen, Männer, weiß, farbig, asiatisch, afroamerikanisch, was auch immer. Und die gucken auch auf das, was sie pro bono machen. Und dann, last not least, dürfen Sie nicht vergessen, was sind denn pro bono Fälle? Oft geht es da tatsächlich um Leben und Tod. Wenn also Leute im Todestrakt sitzen und bis zuletzt beteuern, sie sind unschuldig und dann Verfahrensfehler festgestellt werden, weil der Mann sich nie eine vernünftige Rechtsberatung leisten konnte, selbstverständlich. Also das sind durchaus wichtige, wichtige Dinge und die werden in Amerika sehr gepflegt und genießen auch ein hohes Ansehen. Okay, total spannend. Super, vielen Dank. Also hat mich gefreut, haben wir gut verbunden mit dem Video noch hier in Frankfurt. So, das war ein Überblick und wir sind der Frage nachgegangen, ob Suits realistisch ist. Wenn da noch Fragen offen geblieben sind und ihr da noch die eine oder andere Frage habt, schreibt die doch bitte einmal hier in die Kommentare und wenn da viele Fragen zusammenkommen, dann machen wir vielleicht auch noch einen zweiten Teil davon hier aus Frankfurt. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.